Die Arbeit an Jabba der Hutte dauert länger als gedacht, aber was erwartet mich eigentlich noch bei diesem Spiel? Es ist normal, dass es immer etwas länger dauert und wenn man sich um mehrere Accounts kümmern darf, dann zieht sich das natürlich auch immer wieder in die Länge und daher ist das vollkommen normal. Es hat sich aber auch was ergeben und das möchte ich euch jetzt dann mitteilen nach dem Intro. Ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, heute geht es weiter und zwar, und das ist auch das, was sich dann jetzt so ergeben hat. Also, ich werde jetzt dann im Anschluss oder ja, wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss, weiß ich noch nicht, habe ich jetzt dieses hier machen und das nächste. Dann bin ich nämlich jetzt so gut wie so weit, dass ich meine gesamten alten Videos fast alle veröffentlicht habe. Bis, obwohl die nicht alt sind, zählen die in meinen Augen noch dazu, sondern erst das, was ich so wirklich ab April loslege, es gilt jetzt als aktueller Content. Vor allem soll es dann auch sein, dass es relativ zeitnah veröffentlicht wird. So, was hat sich dann jetzt dann ergeben? Und zwar, also nichts, was jetzt hat in Bezug auf das hier gibt, sondern eine Sache kann ich euch jetzt in diesem Video schon sagen, und zwar, schreibt es bitte auch unbedingt in die Kommentare, was ihr da möchtet. Also, was ich mit diesem Let's Play zusätzlich noch mit hinzufügen soll. Also, wir haben natürlich jetzt dadurch, weil wir jetzt ja im Verbund sind und in der Gilde Infinite Empire sind und wir sind ja natürlich auch im Verbund Infinite Empire und fühlen uns da eigentlich relativ, wieder eigentlich, wir fühlen uns da wohl, wir werden da gut aufgenommen und wir können hier generell eigentlich auch genauso schalten und walten wie in The New High Republic und deswegen ist das schon eine ordentliche Geschichte. Natürlich ist es nicht eine Hardcore-Gilde, auch wenn wir 187 Millionen haben. Gestern hatten wir übrigens 178, da kam wieder einer von einer anderen Gilde, kurz mal hier hineingeswitcht. Das heißt, auf Geonosis haben wir erst 4 Sterne. Wer wäre es jetzt eine Hardcore-Gilde? Nicht Hardcore, sondern eine andere Gilde. Dann hätten wir hier 4 oder Minimum 4, zwischen 4 und 5 Sternen hätten wir hier erreicht. Das ist unglücklicherweise nicht so. Es ist halt genauso wie uns das New High Republic eine Freizeitgilde. Und das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Es ist nur schade, weil wir könnten da auch noch, weil die Spieler, die wir da drin haben, sind teilweise so stark, dass sie das auf jeden Fall mitmachen könnten. Das wäre richtig geil. Aber es ist halt so, wie es ist. Und ich bin trotzdem sehr, sehr froh und dankbar, dass sie uns hier aufgenommen haben. Und allein nur deswegen glaube ich, dass wir auch so bald wie möglich, weil wir auch in dieser Gilde sind, die Watambo-Splitter fertig machen können. Und das heißt, dass wir dann auch ganz anders agieren können. So. Die Frage ist, was soll ich da mit reinmachen? Soll ich da zum Beispiel auch so Kämpfe mit Geonosis mit reinmachen? Grand Arena? Grand Arena ist ein bisschen schwieriger, weil die Grand Arena zu dem Zeitpunkt, wenn ich diese Videos aufnehme, meist nicht läuft. Das ist die große Frage. Aber es geht jetzt nur um den Let's Play-Bereich, sage ich ganz ehrlich. Es geht hier nicht um irgendwelchen anderen Account, sondern nur um den Let's Play-Bereich. Ob ich da was mit reinnehmen soll, dass wir da auch ein bisschen Kämpfe wieder mit reinmachen sollen oder soll ich euch nur zeigen den aktuellen Stand und so weiter und so fort. Schreibt es mir das da unbedingt in die Kommentare, damit ich da Bescheid weiß. Und ich werde auch schauen, dass ich diese Videos so aktuell wie möglich aufnehmen kann. Und das ist das, was ich damit meine, das hat sich ergeben. Das meinte ich damit. Weil vom Account her und so weiter hat sich da jetzt leider relativ wenig ergeben. Das ist halt einfach so. Zum Beispiel, wenn die Eroberung, habe ich da Eroberungskämpfe mit reinnehmen soll und so weiter und so fort. Jetzt, wo ich mich dann aktiv nur noch um 4 Accounts. Ja, so. So, Mamas. Bisschen. Das ist meine Hand ein bisschen. Machen wir so. Daumen braucht es nicht zählen.
da ich mich jetzt nur noch um 4 Accounts aktuell kümmern muss, ist es natürlich wesentlich angenehmer. Die New Republic habe ich gedacht, dass ich mich um 6 oder 7 Accounts kümmern muss und das war dann schon richtig teilweise ekelhaft. Das war richtig unangenehm und das war, wollte ich ehrlich gesagt nicht mehr machen. Deswegen war es auch gut so. Ich wollte die Accounts, die ich auf Reserve gelegt habe, nur für den Fall, falls wir sie brauchen, kann ich jetzt wirklich auf Reserve lassen, selbst wenn ich dort nicht mehr lang brauche für eine galaktische Legende. Aber das nur am Rande. Also nicht mehr lang ist übertrieben, aber Gas zum Beispiel wird da relativ schnell kommen können. Aber nicht der 7-Sterne-Gas. So, also, wo sind wir stehen geblieben? Ja, jetzt hat beim, was ist das hier eigentlich? Ach ja, dunkle Seite, das hier, mit der Schwester der Nacht und Phönix kann ich da nichts machen, weil ich ja nichts habe. Aber diese zwei können wir auf jeden Fall machen. So, also. Wo sind wir stehen geblieben? Schiffe. Ich arbeite ja gerade an 2 Schiffen. Nämlich den Sith-Jäger. Obwohl ich den langsam glaube, dass ich mir den nicht brauche, aber dann soll er trotzdem abgeschlossen werden. Und wieder mal, das ist das Nervige, was seit Wochen jetzt wirklich passiert, teilweise 3 oder 4 Tage hintereinander, wo ich nicht einen Splitter bekomme. Jetzt bekomme ich hier mal wieder einen. Ihr seht, ich habe letzte Woche, ich habe innerhalb von einer Woche knappe 6 Splitter oder so bekommen. Das ist nervig, das ist richtig nervig. Den Echelon machen wir erst, wenn wir den Sith-Jäger fertig haben, weil wir ja der erste Ordnung. Jetzt gehen wir mal hier runter, wartet mal. Also, wir haben ja hier den hier. Wir müssen Ezra. Den habe ich nämlich eine Stufe höher gebracht. Offscreen. Hier haben wir das hier. Das wollen wir jetzt auch mal abschließen. Schauen wir mal an, was wir sonst noch bei den Schiffen machen können. Wir haben den Jäger. Ah, da machen wir beides. So, dann ist der nämlich auch fertig. Dann haben wir Poe Dameron. Obwohl er kein Einwechselschiff ist, werden wir die Fähigkeit trotzdem abschließen. So. Die Executor. Ich habe ja jetzt hier ein bisschen Material gesammelt. So, jetzt fehlt noch das hier. Aber 40 kriege ich jetzt nicht zustande. Aber seit letzter Woche habe ich diese hier abgeschlossen. Jetzt geht's, muss ich sowieso erst wieder sammeln. Damit ist das schon in Ordnung. So. Und. So, jetzt glaube ich, bin ich bei den Schiffen, bis auf das eine Freischaltung. Was haben wir hier noch? Ah, da gehen wir auf. Was haben wir hier noch? Ah. Da haben wir 2 Fähigkeiten, die ich maxen kann. Hier bin ich, komme ich, obwohl, dieses Schiff könnte ich eigentlich auch dann auch in den Favoritenstatus setzen. Weil ich dieses Schiff ja auch farmen kann. Hier kann ich leider wieder mal nichts machen. Obwohl. Wird nicht mehr lang dauern, dann kann ich, habe ich das Schiff. Das ist eins der langwierigsten Schiffe, die ich jemals gesehen habe. Also, weil so dieses Schiff kannst du nicht farmen. Das kannst du nur, wenn du die Tokens und die kriegst du relativ selten. So einfach ist es. So, Charaktere. Wie ihr seht, habe ich niemanden bis jetzt, seit letzter Woche geschafft, dass ich ihn auf Relikte hochziehen kann. Ich habe Boosh geschafft. Auf den 6. Stern.
Moment. Da kommen jetzt noch zwei Splitter. Jetzt mal ausnahmsweise dazu. Das waren sogar zwei Treffer. Dann Skiffwächter. Drei Treffer, das ist ja mal erstaunlich. So, den lassen wir stehen, den lassen wir auch stehen. Und was ich auch endlich geschafft habe, Vendor Chewbacca, habe ich endlich auf dem siebten Stern. Den habe ich ja eigentlich gebraucht für helle Seite Hoth. Was ich aber inzwischen glaube, dass ich den nicht mehr benötige, weil wir eigentlich jetzt in dieser jetzigen Gildenform das wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Aber ich habe ihn trotzdem jetzt abgeschlossen, weil es ja nun mal notwendig ist. So. Relikte. Also. Wir arbeiten weiter dann, dass ich genug Reliktmaterialien bekomme. So, jetzt haben wir diese Mengen da. Also. Ich arbeite ja noch weiter, dass ich Mods bekomme, dass ich für den IG-88 Cad Bane und den Mandalorianer, den wollte ich ursprünglich auch auf Relikte 5 hochziehen. Hier bräuchten wir noch was. Das würde für die nächste Stufe nicht langen. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was investieren. Da geht. So. Dann haben wir jetzt 193. Das langt wieder mal ein bisschen. So. Also. Machen wir ihn auf Relikte 5, so wie ich es ursprünglich vorgehabt habe. Damit lassen wir ihn aber auch. Er ist Feierabend. Für ihn geht es nicht mehr weiter. Den lassen wir auch so. IG-88 und Cad Bane will ich auf jeden Fall von den Mods noch verändern. Deswegen bleiben die im Favoritenstatus. General, also ich muss natürlich jetzt auch am Han Solo, der braucht natürlich seine Reliktstufe 8, gar keine Frage, aber solange ich keine Luftlinsen habe, nicht genug, und ich nicht genug Kristalle, ich könnte mir jetzt nochmal 5 Stück kaufen, aber das würde mir nichts bringen, deswegen lasse ich das jetzt aktuell noch, deswegen tun wir an den Reliktstufen bei jemand anders arbeiten. Und zwar bei niemand anderem als General Skywalker. Da können wir auch jetzt endlich mal den auf Relikte 4 hochziehen. Der muss ja sowieso auch noch auf Relikte 7 oder 8. Das ist wieso. Aber Relikte 8 wieso nur für das Event. Aber so können wir ihn auch auf Relikte 7 ziehen. Und das ist schon mal, möchte ich ihn auf jeden Fall haben. Deswegen Relikte 4 ist Pflicht. So. Also, machen wir weiter. Und zwar, wir haben ja natürlich auch schon mal ein paar Reliktmaterialien, aber das gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Relikte 12 für den Vollstrecker. So, dann haben wir den. Busch. Wir haben, schauen wir mal, hier haben wir jetzt, da haben wir jetzt, das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Bei ihr, genau, Kyrotex haben wir hier 58 und 94. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Stufe 11 bei ihr. Weil Kyrotex brauche ich so oder so. Eine ganze Menge bei ihr. So, und dann kriegt sie auf jeden Fall das Seta und das, ich überlege, aber normalerweise das Omikron. So,
So. Dann haben wir sie auf Stufe 11. Und das heißt, ich kann sie sowieso erst fertig machen, wenn ich sie auf Relikte, auf Gearstufe 12 ziehen möchte. So. Mehr kann ich in der Richtung jetzt nicht machen. Aber ich arbeite natürlich dann weiter an den restlichen. So. Wendell Chewbacca machen wir nicht weiter. Stufe 8. Jetzt schauen wir mal schnell. Wir können ihn auf Stufe 9 bringen. Ich muss ihn... Er gehört ja auch noch mit dazu. Dann können wir ihn... So. Gut. Dann, das Omikron ist für große Arenen gedacht. Was ist los, Hansi? So. Noch, also, er braucht natürlich dann, da habe ich jetzt natürlich jetzt wieder mal nichts mehr. Und dann die Chirotex, da braucht er jetzt auch, damit er auf die Stufe 10 kommen kann, braucht er ja auch jetzt wieder 100 Chirotex. Das gleiche gilt für Mara Jade, aber sie können wir... Skiffwächter Lando. Genau, genau. Ihn brauche ich ja nicht für das Event, das weiß ich. Das heißt, es ist eigentlich sinnlos, aber wir müssen ihn trotzdem, tun wir die Fähigkeiten bei ihm maxen. Weil es gibt ja dann auch immer wieder so Missionen, wo man ihn benutzen kann. Moment. So, bei ihm ist es aber auch sinnlos, die Anführerfähigkeit, wenn sie seht, hätte das ein bisschen gibt, weil ja doch jetzt deutlich bessere Anführer für die Tusken gibt. Aber in diesem Fall kostet es ja nur ein paar violette Teile. Und das ist auch dann in Ordnung. Wie gesagt, Mods braucht er auch noch, aber das ist ja jetzt wieso für ihn jetzt erstmal sinnlos. Aura Sing. Bei ihr ist die Geschichte schon mal eine komplett andere. Sie ist eigentlich ein relativ guter Charakter und als Kopfgeldjägerin ist sie auch recht in Ordnung. So, das seht ihr, kriegt jetzt erstmal nicht. Auch als Anführerin ist sie eigentlich zu gebrauchen. So, aber seht ihr, wie gesagt, machen wir nicht. Aura Sing. So, das war's. Und wie gesagt, Mods braucht sie dann auch noch. Aber Mods ist ja sowieso eine andere Geschichte. Also, Leute. In diesem Fall bin ich jetzt eigentlich so gut wie fertig. Moff Gideon kriegt jetzt auf jeden Fall noch das zweite Seta. Skiffwächter Lando, den können wir eigentlich auch jetzt schon mit den Fähigkeiten beenden. Thank you.
So. Das ist eigentlich ein wichtiges Seta für ihn, wenn er den. Man muss ja mit den richtigen dann anwählen. Und das gehört in die Territorialkriege. So. Dann ist er auch erstmal fertig. Dann den Kandidaten, den können wir eigentlich auch. So. Das können wir ihm geben. So. Dann wäre er auch eigentlich fertig, wie gesagt, bis auf Mods, aber das kriegt er natürlich bei Zeiten auch. So. Jetzt haben wir einiges an Material vergeben für die ganzen Charaktere. Das wird jetzt langsam besser. Jetzt muss ich langsam wieder Omega sammeln. Aber das sollte auch nicht das Problem sein. Hier bin ich ja eigentlich sowieso so gut wie fertig. Da fehlt nicht mehr viel. Mara Jade fehlt noch. Aber die machen wir heute nicht. Und deswegen... Dann kann ich... So, dann kriegt er endlich das zweite. So, dann schauen wir nochmal durch. Ob wir hier unten noch etwas haben, was wir... Nein, seit letzter Woche hat sich dann nichts getan. So, damit haben wir jetzt Folgendes für heute abgeschlossen. Nämlich, wir haben den Vendor Chewbacca auf 7 Sterne, Vollstrecker auf 12, Bush auf 11, hat da auch gleich die Deseta und das Omikron gegeben. Dann der Strander auf 9, Moff Gideon, Lando, Calrissian, also Skiffwächter, hat ein Seta bekommen und Crash dann und ein Siedler Yoda hat auch jeweils ein Seta bekommen. So, und zum Schluss natürlich jetzt noch die Mods. Da nehmen wir jetzt mal wieder die Tempo-Mods. Und dann schauen wir mal an, wie viele wir inzwischen haben, damit ich weiß, was ich langsam... Ich muss da langsam auch an den Mods was arbeiten. Aber wie gesagt, mich interessiert jetzt mal. Und zwar Mods verwalten. Wie viel sind wir bei 254? Das ist jetzt nicht so dramatisch. 254, das ist nur die Hälfte. Aber das können wir heute nicht mehr machen, weil wir sind schon ziemlich über den Zeitplan. So, also schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte hältst, was ich in der Richtung machen soll. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke. Und allen schönen Tag, mal's Gute, Servus, möge die Macht mit sich sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video.